Hallo und herzlich willkommen zurück beim Einzelkämpfer in 7 Days to Die. Jo, ich habe hier gerade irgendwelche komischen Grafikfehler drauf. Naja, egal. Wir bauen ja hier gerade unseren schönen Bunker noch ein bisschen. Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen, mit dem Beton. Es gibt wirklich so ein Gefühl von Sicherheit. Genau, das sind unsere Schussluken nach unten. Wäre schön alles, was vor die Türen rumeiert, plätten. Das ist fein und ich falle nicht mehr durch. Das ist cool. Das ist cool. Theoretisch könnte ich sogar hier noch den mittleren Block wegmachen. Und noch die Iron Bar so hoch kann setzen. Genau so. Dann könnte ich sogar noch mit dem Crossbow drüber schießen. Zwischendurch. Sitzt genau aufeinander. Ich bin da nämlich ein bisschen penibel. Ich hasse es, wenn die dann so eins versetzt aufeinander liegen. Das gefällt mir nicht. So, feini feini. Oh, brav. Genau, sowas. Ah, oh, ne, das kann ich nicht. Ich kann es mir nicht mit anschauen. Bin ich wirklich so. Da muss das Ding noch mal runter. Oh, fein. Naja. So ist es halt. Es sollte dann schon schön ausschauen. Cool. Was wollte ich noch machen? Hier oben noch ein kleines Dach drüber. Und baden gegangen. Bin ich nicht. Naja. Ja, so ewig lang brauchen zum Craften die Iron Bars, das ist schon echt phänomenal. Phänomenal für einen Arsch. Also die brauchen ja wirklich extrem lange. Okay, dann grabe ich mal mit der Pickaxe. Möchte ich mir jetzt nicht meine Schaufel zerstören. Da muss noch ein Boden rein, sonst sieht das auch madig aus und ne. Macht man sich so einen Haufen Arbeit hier mit dem Häuslebau, dann würde man so einen Schmarrn hier stehen lassen. Ne, das kann man nicht machen. Oh. Das sieht richtig geil aus. Lasse. Doch gar keine so schlechte Idee, hier einen Bunker zu bauen. Wobei, ich brauche aber noch einen Abgang in den Keller. Weil bis jetzt kann ich ja bloß von außen durch und das ist ein bisschen suboptimal, hätte ich gesagt. Also irgendwo da hinten dann. Hier genau, da könnte ich eigentlich mal ein Loch in den Boden hacken. Machen wir einfach mal hier. Hätte ich auch vorher dran denken können, ja. Aber es ist halt manchmal, da hat man Kopf hier und da und da muss ich ja noch irgendwas hier sabbeln. Und schon verhaspelt man sich wieder oder es rennt ein Zombie ums Eck. Wahre Freude. Da kann man gleich mal sehen, der Beton, der hält wirklich gut was aus. Ah, der Standardverfolgungswahn. Das ist feini, feini. Machen wir das Ganze hier aber mal blickdicht.
für alle die, die es halt immer noch nicht glauben, Zombies sehen einen hinter den Iron Bars nicht. Wenn wir jetzt aber hier ins Exo, hier, so die Bars hier ans Eck setzen wird, dann würden die nicht abschließen hier an den Kanten und da würden die Zombies wiederum durchschauen können. Gut, hier haben wir schon alles. Dann warte ich noch, bis die durch sind und mache dann noch ein paar normale Woodframes. Und repariere dann dementsprechend auch die Schaufel nochmal schnell und die eigentlich hier oben so hinmachen. Hier einen. So ein bisschen oberlichtmäßig. Genau, und hier gehe ich dann direkt bis rauf aufs Dach. Ist fein. Das ist eine gute Idee, das gefällt mir. Das machen wir auch. So, ein bisschen Reparaturmaterial brauche ich aber trotzdem noch. Wo sind die Hundchens? Naja, ist ja schön, wenn wir unsere Ruhe beim Bauen haben. Ist zwar dann nicht ganz so actiongeladen, aber auch mal schön, wenn man so ein bisschen verschnaufen kann und nicht die ganze Zeit irgendwelche Spackos in der Gegend rumlaufen. Munition haben wir, richtig, genau. Ich glaube, den Knüppel brauchen wir erstmal nicht. Weil mit den Hunden auf Tuchfühlung gehen, ne? Schlechte Idee. Any feini. Ach, die paar jetzt mal auch kleiner. So. Dann machen wir ein paar Wood Frames. Woof-Frames, genau. Können wir schon 17 machen. Ist glaube gar nicht mal so blöd. Ja, gut. Hinterher hier noch ein bisschen das Ganze angleichen und hier einen schönen Eingang machen. Das sieht doch schon mal nice aus. So, dann schlagen wir hier noch ein bisschen den Boden raus, säumen das hier so ein bisschen ein. Es gefällt mir. Und dann kann man hier in die Assi-Höhle runter. Wunderbärchen. Ja, machen wir halt noch ein paar. Wo haben wir denn? So. So, genau. Ja. Na, hau den in die Wand, ne. Und soll ich den Steinboden lassen? Ich weiß ja nicht. Nee, das machen wir schon schön. Zumal ohne Witz, aber macht man sich einen Haufen Arbeit, wie gesagt, und dann sollte es eigentlich schon was hermachen.
Ah, so sieht es richtig gut aus. Oder etwa nicht. Ihr könnt es ja unten reinschreiben, ob es euch gefällt oder ob es jetzt ist so scheißegal, wie das aussieht. Öde ist richtig schick. Da kann man sich schön am Abend in der Apokalypse freuen, wenn man hier auf Zombie-Tour war. Zombie-Loot-Hack-Metzel-Tour. Sich dann schön, wenn man hier nach Hause kommt. Macht doch. Da kann man dann schon richtig die Seele ein bisschen hier so entspannen. Das ist recht schön. Fällt mir auch noch nicht so. Ich glaube, das setze ich noch ein Reaver-Frame rein. Weiß ja nicht. Nicht so vertrauenserweckend. Nice, nice. Nicht, dass die sich hier da unten durchprügeln. Jetzt auch ein bisschen suboptimal. Ein Woodframe mehr. Ja, wer bleibt denn da draußen schon wieder? Bin ich bloß am Überlegen, mache ich außenrum um das Haus auch hier die Iron Bars, dass ich nach unten durchschießen kann, oder mache ich da auch die Reaper Frames hin? Hier die. Diese Rampen quasi. Ja, ich komme gleich raus hier. Ich brauch's gar nicht so zum Schleichen. Ich mag's nicht, wenn man um mein Haus rumschleicht. Wo ist er jetzt? Ah, ich brauche hier noch ein paar mehr Woodframes. Komme ich schon aufs Dach damit? Ja, sicher. Ach, so viel vielleicht nicht. Genau, dann ziehe ich mir noch schnell eine Decke hier rein. Oh, was zum Trinken und Essen bräuchte ich auch schon wieder. Kann ich hier nochmal kurz unten im Keller vorbeigucken, Danny? Und wo bleiben meine Doggy-Freundchen?
Bisschen niedrig die Decke, oder? Naja, passt schon. Es ist halt ein Bunker. Hier kein 5-Sterne-Hotel. Es ist schon echt krass. Ich glaube, da ziehen wir hier oben noch eine Reihe drauf. Ah, Mist, und das auch wieder. Wow, Crafting Level Up. Level 17, das ist ja schon hervorragend. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Na, 30 Stück, da werde ich nicht einmal rumkommen. 3, also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 19 mal 2 sind wir 38, circa. Nee. Nee, 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 nee. Ich mache jetzt mal einen Deckel drauf und vielleicht mache ich das dann hinterher nochmal nach der Tag 7 Horde. Ist ja relativ schnell wieder abgerissen, das Ganze aber. Aber warum mache ich die Rebar Frames? Das hier soll es eigentlich werden. Rebar Ramp. Eigentlich noch ein bisschen rausgehen. Auch hier noch ein bisschen so einen Eingangsbereich ein bisschen aufbereiten. Ah, das ist ja noch mein alter Eingang in die Mine. Oh, bin ich jetzt gerade erschrocken. Ich habe mir gedacht, hier ist schon der erste Hund da. Ah, es ist schon schön Gras über die Sache gewachsen. Habe inzwischen auch noch so ein paar Bauweisen für Bunker gesehen, wo dann im Endeffekt die Zombies nur oben drüber laufen. Aber das finde ich eigentlich. Ah, man muss hier den schon stellen irgendwann. Man kann ja nicht die ganze Zeit was weglaufen, das ist ja irgendwie auch mistig. Mir gerade ein bisschen verarscht vor, muss ich sagen. Wo bleiben diese verdammten Hunde? Mach mir wieder einen Kopf und baue alles aus und so und dann kommt keiner oder was? Haben. So, dann machen wir mal auf hier mit dem
Komm, die Spacke, sonst ist die Axt gleich im Arsch. Das sieht doch mal massiv aus, oder? Aber ich wollte ja da oben noch ein bisschen Frames setzen. Ich sehe nicht, wie der... Ja, so soll der... schon im Bunkerbauhandbuch, wie man die zu setzen hat. So, das war schon wieder mit dem Spaß. Ich fange mal lieber am Eingang vorne an. Oder ein bisschen sinnvoller. Eigentlich müssten sie jetzt anmarschieren. 12 Uhr, Tag 6. Heißt Airdrop. Ich sehe keinen. Wenn jemand was sieht, bitte unten in die Kommentare schreiben. Arschloch. Naja. Rein hier, bevor die mich gleich überraschen, wenn ich hier im Inventar rumkruschel. Ist schon alles fertig. Ach, mir fehlt gleich der ganze Gravel. Ja, super, jetzt haben wir dann zwei reine Mining- und Baufolgen gehabt. Ich hoffe, dass die dummen Köter jetzt dann auftauchen. While ich hätte jetzt auch langsam wieder Bock hier ein bisschen auf Remi Demi und wäre ich genauso herb enttäuscht und ihr natürlich genauso. Hier folgenlang nur bauen, 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 abbauen, bauen, 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 bauen kommen. Den hat man ja schon. Alten Larry, der wo hier immer noch in der Höhle rumgabbelt. Aufwerten sollten wir mal.
Was ist hier los? Irgendwas stimmt doch nicht. Hey Kumpel? Da ist schon wieder einer unten im Bach. Wo sind deine Kumpels hier? Sag an. Ah, da ist er ja. Meine Hundchens. Wo sind die Hundchens? Es ist ruhig. Zu ruhig. Wieso ist er jetzt auf 25 rauf? Ach, der hat das sofort aufteilt, oder nee? Sparen wir uns mal. Ist eigentlich auch so Ecken. Über Frame. Frame, Frame, Frame. Nein, das natürlich nicht, oder was? Da werten wir mal die auf, vielleicht sehe ich dann besser, was die da anzeigt. Ah, ja. Das ist natürlich jetzt auch blöd, weil wenn ich jetzt in die Stadt los eier, da habe ich die Hunde am Arsch, das ist natürlich auch suboptimal. Da geht nix. Aber mit Wood konnte man das doch machen. Wood. Fans, nee. Corner Frame. Inner Corner, Outer Corner Frame. CNR. Könnte ich eigentlich so machen. Machen wir mal 4 Stück. Ja. Der macht ja eh nur 4. Sieht doch geil aus. Das sieht doch echt mal geil aus. Geiler Scheiß, kann man da vielleicht auch noch durchschießen auch noch. Oh, krass. Was gibt's denn da sonst noch? Was man mit Scrap Metal? Scrap Iron Wall. Okay. Da steht aber nicht dran, wie viel der aushält. Ach, da könnte ich noch was verstärken, theoretisch. Thunderbuss. Oh, die Waffe ist so schlecht.
Diese Blunderbuss ist so schlecht. Ja, fein. Genau, ich muss hier noch ein paar Hatches bauen. Wooden Hatch. Auch noch nicht. Ja, bis auf die letzten Folgen habe ich ja noch gar nichts gebaut. Oh, und die Folge ist eigentlich auch schon wieder rum. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben 2 Zombies erlegt. Gigantisch. Ja, ich glaube, wir werden später noch genügend Spaß mit den netten Herren haben. Ich glaube, ich muss hier eins kaputt machen, oder wie? Ja, nee, dann setzen wir es halt. Eieieiei. Hat hier Mutti nicht beigebracht, dass man auf der Leiter nicht springt. Oh, fein. Ich möchte es aber gleich mal mit den komischen Scrap. Ich mache noch aus den Scrap so ein paar Frames darum. Weil ich finde irgendwie, das sieht geil aus. Es wird zwar relativ teuer werden, aber ich habe ein bisschen Scrap Iron und so ein bisschen ästhetisch werden. Sieht doch cool aus, kann man auch mit dem Bogen durchschießen. Ich glaube nicht. Ach Kommi, warum eigentlich nicht? Warum kann man doch nichts mit diesem verblödeten Crossbow durchschießen? Das ist was, was mich leider aufregt. Haben wir da 5 links? Hier rechts, ja, mein Gott. Passt optimal. Zup, 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 zup. Nix los in der Hose. Naja, schade. Aber das werden wir dann wohl nächste Folge erleben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt doch auch mal was Nettes in den Kommentar unten rein. Ob auch die Quali stimmt, weil ich bin mir da zur Zeit irgendwie nicht so sicher, weil irgendwie YouTube dreht dann ein bisschen an der Quali-Schraube. Dann probiere ich nämlich demnächst noch ein anderes Aufnahmeprogramm. Und dann werde ich aber nochmal explizit in der Folge sagen, dass du doch bitte im Vergleich zur vorherigen unten reinschreibst, ob es besser oder schlechter geworden ist. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Servus.